1984 beginnen Wesley Shermantine und Lauren Herzog eine Mordserie, die erst nach 15 Jahren ein Ende findet. Sie gingen auf Menschenjagd. Ihre brutalen Verbrechen versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Sie erschossen sie von hinten. Wieso wurden aus den Freunden Vergewaltiger und Mörder? Sie mordeten, weil es ihnen einen Kick gab. Er ist eiskalt. Aber wurden Shermantine und Herzog als Mörder geboren? Er wollte jeden töten, mit dem er zu tun hatte. Ich bin nicht ganz sicher, wo der Tatort war. Es war eine Schweinerei. Sie mussten irgendwie das Blut loswerden. Die Kopfgeldjäger Rob Dick und Leonard Padilla suchen nach Leichen. Das Land vor uns ist alles Weideland. Dort liegen die Knochen. Sie suchen nach Opfern der Speed Freak Killers, die mit ihrer Mordserie alle Rekorde brachen. Die Zahlen sind beängstigend. Einer der Täter sprach von 75 bis 125 Opfern. Das wäre die zahlenmäßig größte Mordserie der USA. Die alten Brunnen aus der Pionierzeit könnten der Schlüssel zur Aufklärung vieler ungeklärter Mordfälle sein. In diesem gesamten Gebiet befinden sich die Brunnen. Ich vermute, wir finden in jedem Einzelnen eine Leiche. Die grausame Geschichte beginnt 1985 mit dem mysteriösen Verschwinden der Schülerin Chevelle Chevy Wheeler. Chevy war damals 16 Jahre alt. Sie lebte mit ihrer Familie in Stockton. Sie war hübsch, blonde Haare, blaue Augen. 10. Klasse. Eine junge Frau, die das Leben liebte. Am Tag ihres Verschwindens hatte sie beschlossen, die Schule zu schwänzen. Sie wurde nie mehr gesehen. Chevelle wurde von ihrer Mutter an der Franklin High School abgesetzt, und zwar gegen 7 Uhr am 7. Oktober 1985. Aber sie erschien nicht zum Unterricht. Die Ermittlungen ergaben, dass sie an diesem Morgen noch vor der Schule zu Hause einen Anruf erhalten hatte. Chevys Schwester bekam das Telefonat mit. Und aus den Fetzen, die sie gehört hatte, ließ sich schließen, dass Chevy an diesem Tag schwänzen und sich mit jemandem treffen wollte. Die Schwester fragte Chevy, was sie vorhätte. Sie sagte, sie wolle mit Wes Shermantine Marihuana rauchen. Chevys Eltern kannten Wes. Er war nicht ihr Freund, aber sie trafen sich häufig. Die Eltern hatten ihn kennengelernt. Am nächsten Tag kam Wesley Shermantine bei den Wheelers vorbei. Die Eltern fragten ihn, wo ist unsere Tochter? Was hast du mit ihr gemacht? Sie hat gestern mit dir geschwänzt. Wo ist sie? Er behauptete, er wüsste nicht, wo sie ist. Er lachte, so nach dem Motto, was habe ich damit zu tun? Im Zuge der Ermittlungen wurde er verhört und sagte aus, er wüsste nichts von ihrem Verschwinden und hätte auch keine Ahnung, wo sie sei. Trotz seiner Aussage gilt der 19-Jährige als der Hauptverdächtige. Die Jagdhütte seiner Familie in den Calaveras Hills wird durchsucht.
Die Detectives kamen mit einem Durchsuchungsbefehl und sie suchten sorgfältig nach möglichen Hinweisen. Sie wurden fündig, denn tatsächlich wurden Blutspuren entdeckt. Shermantine bestreitet jedoch, dass Chevelle mit ihm in der Hütte war. Er behauptete, das Blut stammte von Wild, das sie gejagt und in der Hütte ausgenommen hätten. Es ließ sich nicht beweisen, dass Chevelle Wheeler überhaupt in der Hütte gewesen war oder dass ihr dort etwas angetan wurde. Damals gab es noch keine DNA-Tests. Wir konnten also keine Anklage gegen Shermantine erheben. Chevelle Wheeler ist wie vom Erdboden verschwunden. Sie kam nie mehr nach Hause zurück und ihre Leiche wurde nie gefunden. Wer ist dieser 19-jährige Wesley Shermantine? Und was hat er mit dem Verschwinden von Chevelle Wheeler zu tun? Er wuchs im Calaveras County auf, in dieser wunderschönen, friedlichen Landschaft. Er war das mittlere von drei Kindern und stammte aus der oberen Mittelschicht. Sein Vater war Bauunternehmer für private und gewerbliche Projekte und ziemlich erfolgreich. He was quite successful. It was great growing up there. Es war toll, hier aufzuwachsen. Wir wurden von unseren Eltern sehr verwöhnt und hatten alles, was wir uns wünschen konnten. Fahrräder, Go-Karts. Was wir wollten, bekamen wir. Sie wurden mit Spielsachen überhäuft. Wesley bekam ein Auto noch, bevor er seinen Schulabschluss in der Tasche hatte. Nach außen führen die Shermantines ein herrliches Leben. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Die Familie hatte große Probleme.1985 verschwindet Chevelle Wheeler aus Stockton, Kalifornien, vor ihrer Schule. Die 16-Jährige hat vor, an diesem Tag zu schwänzen und kommt nie mehr zurück. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf einen Mann. Der Hauptverdächtige hieß Wesley Shermantine. Man nahm ihn unter die Lupe. Die Shermantines sind in der Stadt bekannt, aber leider nicht nur positiv. Die Familie war bekannt dafür, dass sie machte, was sie wollte. Wenn man ihnen irgendwie in die Quere kam, legten sie es gern auf einen handfesten Streit an. Man versuchte nicht, mit den Shermantines aneinander zu geraten. Sie hatten keinen guten Ruf. Häusliche Gewalt ist in der Familie an der Tagesordnung. Die Kinder haben vor allem unter den Gewaltausbrüchen der Mutter zu leiden. Sie trank viel und misshandelte uns. Auf dem Rücken meiner Schwester hat sie mal einen Besenstiel zerbrochen. Ich erfuhr später, dass Vater und Mutter auf Wesleys Füße schossen, um ihn zu bestrafen. Sie wollten ihn tanzen sehen. Ihr häusliches Leben war von Aggression, Misshandlung, Waffenmissbrauch, Streitlust und Alkoholismus geprägt. Wie kann ein Kind so Sicherheit erfahren? Where safety lies. She was very abusive. Sie misshandelte uns regelmäßig. Ich habe viele Narben. Mich stach sie mehrfach mit der Grillgabel und sie brach mir die Nase. So heftig schlug sie uns. Doch nicht nur Familienmitglieder bekommen das Temperament der Mutter zu spüren. Die Mutter fuhr mit einem Bulldozer das Haus eines Mannes platt, der ihrem Mann eine Rechnung schuldig geblieben war. Sie raste mit dem Bulldozer durch das Haus bis ins Schlafzimmer, wo der Mann im Bett lag und schlief. Sie verfehlte ihn nur um wenige Zentimeter.
Shermantine wies eine sogenannte narzisstische Immunität auf. Die Überzeugung, dass nichts und niemand ihm etwas anhaben könnte. Die Mutter war sein Vorbild, ihr aggressives Verhalten, wenn sie wütend war. Das prägte sein eigenes Verhalten. Trotz aller Bemühungen kann die Polizei nicht beweisen, dass Shermantine etwas mit Chevelles Verschwinden zu tun hat. Er wird freigelassen. Gelingt es einem Straftäter, das System zu überlisten, sei es in den Ermittlungen, der Verhandlung oder auch im Berufungsprozess, wird er mutiger. Dann fühlt er sich allen anderen überlegen. Erst 13 Jahre später werden die Umstände von Chevelle Wheelers Verschwinden aufgeklärt. 1998 wird der Fall neu aufgerollt, nachdem neue polizeiliche Erkenntnisse zurück zu Wesley Shermantine führen. Ich bearbeitete damals in der Mordkommission den Fall Wheeler. Als DNA-Tests bei Gericht zugelassen wurden, rollten wir die Sache neu auf. Das Blut, das man in der Jagdhütte von Shermantines Eltern gefunden hatte, wurde per DNA-Analyse untersucht. Mit dem Ergebnis, dass das Blut von Chevy Wheeler stammte. Nun konnten wir Wesley Shermantine anklagen. Aber damit wollte ich abwarten, bis genauere Ergebnisse vorlagen, damit wir auch vor Gericht bestehen konnten. Und genau das war die Tragödie. Denn während wir warteten, verschwand ein weiteres Mädchen. Meine Tochter war ein lebhaftes Mädchen. Sie war gerade 25 geworden und hatte Spaß am Leben. Als Teenager hatte Cindy auch ihre Probleme, wie alle Teenager. Aber das war vorbei. Sie hatte einen Job und kaufte sich von ihrem ersten selbstverdienten Geld ein Auto. Darauf war sie sehr stolz. Es war Freitag der 13. Cindy Vanderheiden ging mit einem Freund in eine Bar in Linden, in die Bar ihres Vaters. Hier links ist die Kneipe. Da sind das Linden Inn und die Bücherei. An diesem Abend war Karaoke-Nacht. Sie wollte, dass ich mit ihr Karaoke singe, aber ich war zu müde. Ich sagte ihr, ich müsste am nächsten Morgen früh raus. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Am nächsten Tag war Cindy verschwunden. Als ich morgens aus dem Fenster sah, war ihr Auto nicht da. Ich dachte, sie wäre schon zur Arbeit gefahren, denn an diesem Samstag hatte sie Dienst. Auch ich musste los, und als ich am Friedhof vorbeikam, sah ich ihr Auto dort stehen. Ihr Wagen stand genau hier. Ich bog um die Ecke, wie dieser Wagen gerade, sah ihr Auto, wendete und kam wieder zurück. Ich guckte hinein, ihre Handtasche lag auf dem Rücksitz. Das fand ich seltsam. Ich verstand das alles nicht und fuhr wieder nach Hause. Ich fragte meine Frau, hast du etwas von Cindy gehört? Sie sagte nein. Ich erzählte ihr, dass ich ihren Wagen gefunden hätte. Dann gingen wir zur Polizei. Cindy Vanderheiden kam nie mehr nach Hause. Genau wie Chevelle Wheeler ist sie spurlos verschwunden. Die ganze Stadt hilft der Familie Vanderheiden bei der Suche nach ihrer Tochter. Alle halfen uns. Wir suchten überall nach ihr. Sie suchten auf dem Friedhof, in der Stadt, am Flussufer und auch im Fluss. Wir sahen überall nach, aber wir fanden sie nicht. Die Leute suchten auch in den alten Minenschächten, denn hier war früher Goldgräberland. Und seitdem werden die Schächte nicht mehr genutzt.
Cindy Vanderheiden war sehr zuverlässig. Wo war sie abgeblieben? Laut Augenzeugenberichten wird sie zuletzt mit dem Bauarbeiter Lauren Herzog gesehen. Herzog kam oft in die Bar, um etwas zu trinken und sich zu unterhalten. Er kannte dort jede Menge Leute. Er war ein großer Mann mit langen Haaren und Tätowierungen, trug abgeschnittene Hemden und machte einen auf Macho. Er kam bei den Frauen gut an. Er war ein echter Typ, aber er verstand sich mit allen gut. Besonders gut versteht sich Lauren Herzog jedoch mit Wesley Shermantine. Herzog und Shermantine waren gute Freunde. Sie waren unzertrennlich. Das ist die Fine Road. Lauren Herzog wohnte in dem Haus auf der Ecke. Wesley Shermantine wohnte genau gegenüber. Lauren wuchs auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Und es ist schwer, ihn nicht in einem Atemzug mit Shermantine zu nennen. Die beiden hatten eine symbiotische Verbindung. Sie waren Nachbarskinder und spielten immer zusammen. Das blieb auch bis zur Highschool so. Lauren fehlte bei keinem Campingtrip, Jagd- oder Angelausflug. Meine Eltern nahmen ihn immer mit. Als sie älter wurden, entwickelte sich Wesley als der dominante, oft auch aggressive Anführer. Und Lauren war sein ergebener Anhänger. Die Kinder, die zusammen im Schulbus mit Wesley und Lauren saßen, beschrieben Wesley als Fiesling, der andere immer ärgerte und dem man lieber aus dem Weg ging. In seinem Gefolge war Lauren Herzog. Dieser süße, blonde Junge, der Traum einer jeden Mutter. Trotz seiner rüpelhaften Art als Schüler traut niemand Shermantine einen Mord zu. Doch aufgrund der neuen Beweislage im Fall Wheeler und seiner Nähe zu Cindy Vanderheiden gerät Shermantine wieder ins Visier der Ermittler. Als sein Wagen durchsucht wird, findet man belastendes Material. An der Kopfstütze des Beifahrersitzes fand man Blutspuren, ebenso im Kofferraum, der aber offensichtlich gereinigt worden war. Die DNA-Analyse ergab, dass es sich bei dem Blut im Kofferraum um Cindy Vanderheidens Blut handelte. Die Beweislage reicht aus, um Wesley Shermantine und seinen Kumpel Lauren Herzog wegen Mordverdachts zu inhaftieren. Shermantine wurde festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Er sagte nicht viel. Wenn ich etwas mit Cindys Verschwinden zu tun hätte, wäre ich schon lange abgehauen. Lauren Herzog wurde festgenommen. Er redete. Er sagte mir, was ich tun soll. Und zwar tagelang. Herzog berichtet detailreich, wie Cindy Vanderheiden durch seinen besten Freund gestorben ist. Cindy wollte auf eine Party gehen und sie fragte mich und Wes. Herzog gab zu, dass er und Wes an besagtem Abend mit Cindy Vanderheiden in der Kneipe waren. Sie flüsterten ihr zu, sie sollte ihren Freund abservieren. Sie wollte später mit ihnen auf eine Party gehen. Als Treffpunkt machten sie den Friedhof aus. Dort steigt Vanderheiden zu Shermantine in den Wagen. Wes fuhr los, die Straße runter. Ich saß auf dem Rücksitz. Sie hatte Angst und sagte, bringt mich zu meinem Wagen zurück, was soll das?
Lauren berichtete, plötzlich habe Wes sie ins Gesicht geschlagen, damit sie still war. Daher stammte wohl auch das Blut. Er befahl ihr, Dinge zu tun. Sie weigerte sich. So ging es hin und her. Es ging um Sex. Laut Aussage von Herzog vergewaltigte Shermantine die junge Frau. Sie wehrte sich und schrie, Lauren, halt ihn auf, hilf mir. Es war krass. Sie war stark. Stärker als ich. Dann nahm Shermantine sein Messer und schlitzte ihr von hinten die Kehle auf. Dabei tröstete er sie, obwohl das kaum das richtige Wort ist. Er sagte die Worte, lass es einfach kommen. Lass es einfach kommen, das verwirrte mich. Shermantine ging sehr brutal vor und Herzog hatte Angst, sich einzumischen. Er nahm eine Decke aus dem Kofferraum und wickelte sie ein. Ich sollte ihm helfen, sie in den Kofferraum zu laden. Doch nicht nur dabei hilft ihm Herzog. Seine Enthüllungen schockieren Ermittler und Einheimische gleichermaßen. Okay. 1985 verschwindet Joelle Wheeler vor ihrer Schule in Stockton, Kalifornien. 13 Jahre später verschwindet die Kellnerin Cindy Vanderheiden ebenfalls spurlos. Obwohl die Fälle über ein Jahrzehnt auseinanderliegen, gibt es ein Verbindungsglied. Wesley Shermantine. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Lauren Herzog hat er die beiden Frauen ermordet. Und Herzog bekennt sich zu weiteren Gräueltaten. Lauren offenbarte Einzelheiten zu verschiedenen Morden, die bis dato unaufgeklärt waren. Er beschreibt seinen besten Freund als kaltblütigen Serienmörder. Auch ein schockierender Doppelmord aus dem Jahr 1985 geht auf sein Konto. In diese Gegend fuhren die Prostituierten aus Stockton mit ihren Freiern. Und hier wurden die beiden Opfer entdeckt. Sie lagen neben dem Wagen. Lauren und Wes kamen nur zufällig vorbei. Vielleicht kamen sie gerade von einem Mord zurück. Jedenfalls fuhren sie rechts ran und erschossen die beiden. Er hielt an und schoss auf sie. Sie kamen von hinten und schossen ihnen mitten ins Gesicht. Was geschah dann? Er zog sie aus dem Wagen und durchwühlte ihre Taschen. Sie schnitten ihre Taschen auf und nahmen ihr Geld mit. Wer von beiden war der Initiator? Wir wissen es nicht. Wesley war vielleicht die treibende Kraft, aber Lauren hielt ihn auch nicht davon ab. Kann sein, dass er auch selbst geschossen hat. Wie oft hat Wesley insgesamt geschossen? Bis seine Waffe leer war. Dann nahm er meine. Doch Lauren Herzog scheint nicht die ganze Wahrheit zu erzählen. Laut seiner Aussage besaßen sie beide Waffen. Angeblich soll Wesley Laurens Waffe für den Mord benutzt haben, nachdem ihm die Munition ausging. Das ergibt wenig Sinn. Die beiden waren zusammen am Werk. Er ist ein kaltblütiger Killer. Bei zwei Tätern ist es üblicherweise so, dass der eine als Anführer fungiert und der andere als sein Handlanger. Meist handelt es sich um eine schwache Persönlichkeit, formbar, leicht zu beeinflussen. Oder alle beide sind Psychopathen, die sich in ihrer Art, mit menschlichem Leben umzugehen, gefunden haben. Das macht sie stark. Schon in ihrer Jugend fallen die beiden Freunde durch Brutalität auf.
Sie waren wirklich grausam und aufsässig. Drogen, Alkohol, Schlägereien. Sie waren als Partyrüpel bekannt und gingen gerne auf die Jagd. Sie taten, wozu sie Lust hatten. Wenn Jugendliche keine große Auswahl haben, mit wem sie sich anfreunden könnten, finden sie zueinander. Sie tauschen ihre Ideen aus und reden auch über ihre dunklen Fantasien. Und wenn ihr Gegenüber sie versteht, bilden sie ein Team, das irgendwann zuschlägt. Eines Abends an Halloween kommen die dunklen Seiten der beiden erstmals zum Vorschein. Ihr Opfer ist Wesleys Schwester Dolly. Ich war damals in der Mittelstufe. Lauren übernachtete bei uns und mitten in der Nacht schlich er sich in mein Zimmer und vergewaltigte mich. Ich erzählte es meiner Mutter gar nicht, denn sie hätte mir sowieso nicht geglaubt. Also sprach ich nie darüber. Zu ihrem menschenverachtenden Benehmen kommt eine weitere Zutat hinzu, was den beiden den Spitznamen Speed Freak Killers einbringt. Mitte der 90er, als die beiden erwachsen wurden, waren Methamphetamine gerade im ländlichen Kalifornien angekommen. Methamphetamin verursacht Schlaflosigkeit und hat den Ruf, die sexuelle Potenz zu stärken. Speed ist eine Aufputschdroge, die dem Konsumenten das Gefühl von Unbesiegbarkeit verleiht. Dieses Zeug veränderte ihn. Er zog sich immer mehr in sich zurück, sprach kaum noch. Und er wurde grausam, auch zu Tieren. Wie viele andere Drogen und auch Alkohol enthemmt Speed. Methamphetamin ist eine gefährliche, stark abhängig machende Substanz. Es kommt zu einer Verschlechterung der körperlichen, der psychischen und der moralischen Verfassung. Draußen hatten wir einen Hund an der Kette. Eines Nachts bellte er laut und mein Bruder ging raus und fing an, ihn zu treten. Er trat auf ihn ein, um ihn zu töten. In der Highschool geht man mit seinen Kumpels saufen und trifft Mädchen und nimmt auch mal jemanden nach Hause mit. Aber das langweilte die beiden, also vergewaltigten und mordeten sie. Und die Drogen verstärkten ihren Kick noch zusätzlich. Vollgepumpt mit Speed gehen die Männer auf Jagd. Das waren keine normalen Raubüberfälle, das waren Thrill-Kills. Sie sahen jemanden, verfolgten ihn und töteten ihn. So lief das ab. Diese Jägerkultur, dass man mit seiner Waffe unterwegs ist, Gewehr oder Armbrust oder sonst was, und sein Wild erlegt, das war etwas, womit sich die beiden identifizierten. Nur jagten sie eben Menschen. Für sie war es eine Art Sport. Neben dem Mord an Cindy Vanderheiden und dem Doppelmord lastet Lauren Herzog seinem Freund weitere Morde an. Unter anderem den an der Prostituierten Robin Armtrout. Ich weiß nicht mehr, wie er sie aufgegabelt hat. Ich weiß nur noch, dass er sie erstach. Wo er sie hinschaffte, weiß ich auch nicht. Und den Mord an Henry Howell. Sie waren wieder auf Speed und auf der Rückfahrt von einem Spielsalon in Lake Tahoe. Wes und Lauren fuhren die Straße entlang und entdeckten Henry Howell. Wesley sagte, dreh um, den will ich mir näher ansehen. Also wendete Lauren. Auf der Höhe des Mannes stieg Wesley mit seiner Waffe aus und fragte Howell, alles klar hier? Dann hielt er ihm die Waffe an den Kopf und drückte ab. Ich war schockiert, als ich den Schuss hörte. Ich erschrak. Starb der Mann dort? Ja, er ließ ihn da liegen. Lawrence' Geständnisse und andere Beweise führen dazu, dass Wesley Shermantine 1999 zum Tod verurteilt wird.
Herzog selbst erhält eine 78-jährige Haftstrafe. Doch weder er noch Shermantine verraten, wo Chevelle Wheeler und Cindy Vanderheiden zu finden sind. Nach nur 10 Jahren in Haft gelingt es Herzog, wegen eines Formfehlers die Aussetzung seiner Strafe durchzusetzen. Er wird auf Bewährung entlassen. Lauren Herzog war aufgrund der Bewährungsstrafe noch nicht wirklich ein freier Mann. Er zog in die Nähe des Gefängnisses und wartete darauf, dass nach 3 Jahren die Bewährung erloschen war. Erst dann war er wieder frei. Doch Shermantine dreht nun den Spieß um und behauptet, sein Kumpel Lauren wäre der führende Kopf gewesen. Wesley schmiedete eine Art Komplott. Er bot unserer Zeitung Informationen darüber an, wo die Leichen vergraben seien. Diesen Ort nannte er Lauren's Knochengarten. Er wollte von meiner Zeitung für seine Informationen bezahlt werden und verlangte $10,000. Ich lehnte ab. Die Ereignisse werden aufmerksam von Kopfgeldjäger Leonard Padilla verfolgt. Ich saß an meinem Schreibtisch, als Leonard Padilla aus Sacramento mich anrief. Er hatte von meinen Verhandlungen mit Wesley Shermantine gelesen und sagte zu mir, egal was er haben will, Geld, einen Fernseher, egal, sagen Sie ihm, er bekommt es. Ziehen wir die Sache durch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn jemand meinen Töchtern etwas antun würde und sie dann nicht zu finden. Grausam. Also wollte ich helfen, mit Shermantines Hilfe die Leichen auszugraben. Es ist dieses ganze riesige Gebiet. Überall, wo Windmühlen sind, befinden sich die neuen Brunnen. Wesley sagt, in der Nähe der Windmühlen sind auch immer mehrere alte Brunnen. Und dort entsorgten sie die Leichen. Als Herzog erfährt, dass Shermantine nun ihn als Drahtzieher beschuldigt, kippt die Lage. Als er erfuhr, dass Shermantine verraten wollte, wo die Leichen liegen, erhängte er sich. Es war Shermantines volle Absicht, weil er es nicht ertragen konnte, dass Herzog frei war und er nicht. Und Herzog brachte sich lieber um, als zurück ins Gefängnis zu gehen. Aber durch diesen Akt bewies Shermantine einmal mehr, was für ein sadistischer und grausamer Mensch er war. Es ist unglaublich, wie er das schaffte. Es zeigte, wie viel Macht Shermantine immer noch über Herzog hatte. Nach über 10 Jahren im Todestrakt gibt Wesley Shermantine endlich die Information preis, auf die die Eltern von Chevelle Wheeler so lange gewartet haben. Ich bekam einen Brief mit dem Datum vom 5. Dezember 2011. Wesley schrieb, ich verrate Ihnen, wo ich Chevelle vergraben habe, auf dem Grundstück meiner Eltern, 1,80 Meter nordöstlich der Eiche. Das hier ist das besagte Grundstück der Eltern. Damals, als Chevy getötet wurde, stand hier noch eine Hütte. Das ist die Karte, die er anfertigte. Das ist der Baum und das Kreuz bezeichnet die Stelle mit der Leiche. Wir fingen sofort an, hinter dem Haus nach den Überresten von Chevy Wheeler zu graben. Seine Angaben stimmten haargenau. Wir entdeckten ihre Leiche ungefähr hier. Dreizehn Jahre nach ihrem Tod verrät Shermantine in einem zweiten Brief auch, wo er Cindy Vanderheiden vergraben hat. In einem flachen Grab
in den Calaveras Hills. Cindy, eines ihrer letzten Opfer, wurde neben einer Feuerschneise gefunden. Ich habe seit 1998 nach meiner Tochter gesucht. Ich suchte in Brunnen, Minenschächten und überall. Wir gaben nie die Hoffnung auf, weil man nie ihre Leiche fand. Die Ermittler suchten und fanden an der angegebenen Stelle Teile ihres Skeletts, Schädel, Kiefer und Oberschenkelknochen. Es war einerseits eine Erleichterung, andererseits auch nicht. Denn jetzt brauchten wir keine Hoffnung mehr zu haben. Sie war tot. Auch wenn man die beiden Frauen endlich gefunden hat, bleiben dennoch Fragen offen. Mir kommt es komisch vor, dass sie in einem Jahr 6 Menschen umbrachten, dann ganz lange niemanden mehr und Jahre später sind die Vanderheiden. Sicher haben sie in der gesamten Zwischenzeit gemordet. Shermantine gibt weitere Informationen preis. Er spricht von der Stelle, an der Herzog die Leichen entsorgte. Es gab immer neue Spuren, denen die Ermittler folgen konnten. In Linden gruben sie in einem Brunnenschacht. Sie suchten in einem ehemaligen Brunnen einer Rinderfarm und wurden fündig. Die Knochen von 3 Frauen und einem Fötus. Wie kommt ein Mensch dazu, andere zu foltern, zu vergewaltigen und zu töten? Bei einer der Leichen handelt es sich um die seit 1985 vermisste Joanne Hobson. Auf der Karte sieht man den Platz, aber nicht die beiden Straßen. Neben ihr liegen die Überreste einer nicht identifizierten Frau, die zum Zeitpunkt ihrer Ermordung schwanger war. Shermantine berichtete, Herzog hätte in Stockton eine Prostituierte aufgegabelt, die hochschwanger war. Er brachte sie zu diesem Brunnen, fesselte sie an den Stacheldraht und begann sie aufzuschlitzen. Sie schlitzten ihr den Bauch auf. Natürlich fing die Frau an zu schreien und Herzog sagte, ich muss sie erlösen und erschoss sie. Mehr sagte er nicht dazu. Endlich können Cherwell Wheeler und Cindy Vanderheiden begraben werden. Doch 2 wichtige Fragen bleiben offen. Wie viele Frauen hat dasselbe schreckliche Schicksal ereilt? Und was hat diese beiden Männer aus der ruhigen Kleinstadt dazu getrieben, diese unaussprechlichen Taten zu begehen? Vierzehn Jahre lang haben Wesley Shermantine und Lauren Herzog Jagd auf unschuldige Opfer gemacht. Der wegen eines Formfehlers vorzeitig entlassene Herzog begeht Selbstmord, als er erfährt, dass sein Kumpel die Fundorte weiterer Leichen preisgeben will. Doch viele Fälle, die mit den beiden in Verbindung gebracht werden, bleiben ungeklärt. Die beiden waren auf Menschenjagd. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Menschen aus 250 Meter Entfernung erschießen oder einer schwangeren Frau den Bauch aufschlitzen. Wieso tut man so etwas? Sagen Sie es mir, denn ich weiß es nicht. Was waren die Motive des rücksichtslosen Duos? Waren sie nur auf der Suche nach dem ultimativen Kick oder wurden sie als Mörder geboren? Ich glaube nicht, dass sie als Mörder geboren wurden. Ich denke, es lag an ihrer Sozialisation. Die alkoholkranke, misshandelnde Mutter und der Drogenmissbrauch, das brachte sie dazu. Meiner Meinung nach kann man die Schuld nicht auf ihr Elternhaus schieben oder auf ihr Umfeld. Sie wurden als Mörder geboren. Natürlich muss man nach den Ursachen fragen. Die Mutter war gewalttätig und alkoholkrank.
Das ist schlimm und nicht gerade hilfreich für die Entwicklung eines Kindes. Aber auch kein Grund, zum Mörder zu werden. Ich denke, Shermantine war von Natur aus schlecht. Die beiden wuchsen auf dem Land auf. Waffen machten ihnen keine Angst. Das Töten von kleinen oder auch größeren Tieren auf der Jagd gehörte für sie dazu. Warum es für sie am Ende keinen großen Unterschied machte, wild zu schießen oder einen Menschen, weiß man nicht. Wenn zwei Personen zusammen Verbrechen begehen, ist meist einer der dominante Anführer und der andere der willige Assistent. Auch hier war es so. Shermantine sagte, wo es lang ging, Herzog gehorchte. Doch seine Motivation war eine andere. Shermantine wollte töten und zerstören. Herzog dagegen wollte Shermantine gefallen. Das war sein Antrieb. Herzogs Selbstmord ist nicht typisch für jemanden, der als Mörder geboren wurde. Shermantine dagegen war von Grund auf böse. Er wollte jedem, der ihm begegnete, Schmerz zufügen. So war Shermantine. Im Januar 2013 veranlasst das FBI aufgrund von neuen Erkenntnissen weitere Brunnengrabungen außerhalb von Linden, Kalifornien. Manche dieser ehemaligen, heute mit Erdreich aufgefüllten Brunnen sind bis zu 180 Meter tief. Die Behörden gehen davon aus, dass Shermantine und Herzog für mindestens 20 Morde verantwortlich sind. Shermantine selbst rühmt sich damit, die Zahl ihrer Opfer sei deutlich höher. Ich bin mir sehr sicher, dass sie die ganze Zeit aktiv waren. Ob man jemals alle ihre Opfer finden wird, bezweifle ich. Es sind so viele Menschen verschwunden. Die Zahl der vermissten Fälle in genau dieser Zeitspanne ist beängstigend hoch. In diesen 15 Jahren oder 180 Monaten muss man von mindestens einem Opfer alle drei Monate ausgehen. Auch wenn er inzwischen im Gefängnis sitzt, ruft Shermantine sich immer wieder in Erinnerung. Kleine Schwester, ich möchte nur, dass du es weißt. Alles, was ich dir angetan habe, tat ich, weil ich dich liebe. Wenn meine Liebe dir Schmerz bereitete, tut es mir leid. Der Herr wird mir vergeben und ich hoffe, du kannst das auch. Ich habe viele schlechte Erinnerungen ausgeblendet. Auch die, dass ich nicht nur von Lauren, sondern auch von Wesley vergewaltigt wurde. Dass auf Wesley Shermantine die Hinrichtung wartet, kann die Angehörigen seiner Opfer nicht trösten. Zu tief sind die Wunden. Chevy Wheelers Mutter Paula erzählte mir an dem Tag, als die Überreste ihrer Tochter gefunden wurden, dass sie Chevy einäschern lassen und die Urne im Haus aufbewahren würde. Dann werde ich mit ihr schimpfen, dass sie die Schule geschwänzt hat, und danach werde ich sie für den Rest meines Lebens lieben. Und auch der Verlust, den Cindy Vanderheidens Eltern erlitten haben, kann nie wieder gut gemacht werden. Wir lassen immer noch jeden Abend das Licht auf der Veranda an, wie an dem Abend, an dem sie verschwand. Ich denke immer an Cindy. Ihr Leben hatte gerade erst begonnen, als es ihr genommen wurde.